vorzuspüren und dauert noch bis morgen früh. Laut Verhandlungsführer Rzeczynski würde die Gewerkschaft Verdi den Tarifkonflikt gerne noch in dieser Woche beenden. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Beschäftigten 12,5% mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Die Lufthansa bietet bisher rund 10% mehr Gehalt. Der deutsche Fußball trauert um einen seiner WM-Helden. Andi Brehme, der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 1990 gegen Argentinien, starb vergangene Nacht in München überraschend an einem Herzstillstand. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schäfer im Namen der Familie der deutschen Presseagentur. Brehme, der 86 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritt, wurde nur 63 Jahre alt. Und jetzt mehr Aktuelles aus dem Radio Siebenland. Die Radio 7 Regionalstudios. Der Zollernhalbkreis prescht vor. Der Kreistag hat am Abend beschlossen, möglichst schnell eine Bezahlkarte für Flüchtlinge einzuführen. Bis Bund und Länder sich auf ein einheitliches Modell für ganz Deutschland einigen, könne es noch lange dauern. Der Zollernhalbkreis will eine Visa oder Mastercard einführen, die von möglichst vielen Geschäften angenommen wird. Grund für die Eile: die bisherige Auszahlung von Bargeld schaffe einen Pull-Effekt, der mehr Flüchtlinge anlocke. Walter Frevert, Radio 7 in Balingen. Mehr aus den Radio 7 Regionalstudios gibt es alle 30 Minuten oder sofort, wenn etwas passiert. Radio 7, Verkehr und Blitzer. Nur bei uns bekommt ihr auch ohne Navi oder Smartphone die aktuellsten Blitzer aus eurer Region und Verkehrsbehinderungen mit exakter Zeitverlustrechnung. Um kurz nach 1, aufgepasst auf der B27, B314, zwischen Randen und Kommingen, Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Sind wir schon bei den Blitzern zwischen Ulm und Talfingen in der Talfinger Uferstraße beim Wasserkraftwerk. An der B32 steht einer zwischen Alshausen und Vorsee unter der Brücke bei Malmishaus. Und Abstand wird gemessen an der A7 Ulm-Memmingen zwischen Nersingen und dem Dreieck Hittistetten. Dankeschön für diese Warnungen. Wenn ihr auch noch was für uns habt, dann gerne her damit. Einfach kurz kostenlos durchklingeln im Radio 7 Service Zentrum auf der 0800 70 77 110. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Radio 7, die meiste Musik bei der Arbeit. Hier ist Elke Rutenkopf. So, ja, Spülmaschine einräumen, ne? Aber das ist ja immer das Gleiche. Gläser oben, Teller unten. Gut, dass es hier mehr Abwechslung gibt auf Radio 7. Mit Green Day und Boulevard of Broken Dreams, ein greates Hit für mehr Abwechslung vor halb zwei auf Radio 7. Und hier, wie versprochen, richtig Power für den Start in den Nachmittag mit Tupalas und Safri Duo. Ich wünsche euch einen schönen Tag mit Radio 7. Before she gets to saying goodbye, should've been quiet, should've been.